So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach der Mittagspause wieder hier auf der Vision Stage. Mein Name ist Jan Strehmann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und ich führe Sie so ein bisschen durch die nächste Stunde, wo wir uns dem Thema Sharing is Caring, wie Kommunen Angebote der Mikromobilität steuern können, widmen werden. Und in diesem Format möchten wir uns also einem relativ jungen Mobilitätsangebot widmen, dem allseits beliebten E-Scooter. Und der Beziehungsstatus zwischen Kommunen und E-Scootern, den kann man ja so ein bisschen als es ist kompliziert beschreiben. Im Spiegel gab es letzte Woche eine Umfrage, wonach 70% der über 5000 Befragten E-Scooter im öffentlichen Verkehr für ein Ärgernis halten. Das resultiert ja aus der Umfrage oder der Bevölkerungsbefragung, dem Entscheid in Paris, wo auch hier ja viel Presse nochmal passiert ist. Also gewissermaßen immer noch ein Aufregerthema. Wir wollen uns dem Ganzen aber nicht emotional, sondern vor allem sachlich natürlich widmen in der nächsten Stunde. Und wir wollen eigentlich die Frage so ein bisschen tangieren, wie kann dieses emotionsfreie und platzsparende Verkehrsmittel, was ja alles sehr positiv eigentlich ist, denn jetzt doch noch seinen Weg in die Alltagsmobilität in unseren Städten finden und wie kommen wir dahin? Dazu habe ich natürlich auch passende Gäste eingeladen, die auch gleich noch ein bisschen vortragen werden. Das wird zum einen sein die Verena Theil aus Frankfurt mit der Perspektive einer Großstadt. Wir haben den Philipp Kukula aus St. Augustin mit der Perspektive einer mittelgroßen Stadt, wie man also als Kommune mit den Anbietern, mit den Sharing-Angeboten umgeht, wie man das steuert. Und wir haben dann auch noch später in der Diskussion den Tobias Griesmeier von TIER Nextbike Mobility bei uns, um sozusagen die Perspektive der Anbieter auch nochmal aufzuzeigen. Wir werden auch wieder mit Slido hier arbeiten gleich in der Diskussionsrunde am Ende. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie das hier jetzt schon sozusagen notieren. Man kann die Fragen ja dann auch hoch und runter voten. Und dann können wir sozusagen nachher, wenn wir in die Diskussion kommen, nochmal ein bisschen das aufgreifen, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Ich selbst würde noch meine Moderatorenrolle kurz verlassen und einen kleinen inhaltlichen Impuls geben, um uns so ein bisschen auf Stand zu bringen beim Thema E-Scooter und Elektro-Kleinstfahrzeuge. Was hat sich da eigentlich in den letzten Jahren getan? Weil wir feiern jetzt quasi fast das Jubiläum. 4 Jahre Elektro-Kleinstfahrzeuge, Verordnung, ein wunderbares Wort. Die Regulatorik seit 4 Jahren in Kraft, dürfen nicht auf Gehwegen, tun es aber trotzdem. Aber im Prinzip sind wir erstmal mit dieser Verordnung an sich nicht unzufrieden. Es gibt da diese maximalen 20 km/h. Wir haben keine Helmpflicht. Wir haben eine relative Gleichstellung mit dem Fahrrad. Regulatorisch erstmal alles soweit klar. Für die Nutzerinnen und Nutzer nicht immer so leicht verständlich. Aber natürlich haben wir auch Schwierigkeiten mit diesem Verkehrsmittel. Und wir haben vor allem eine ganze Menge negative Presse. Ich habe gerade das Paris-Beispiel schon erwähnt. Paris verbietet E-Roller. Ist das der Anfang vom Ende? Da gab es dann in den deutschen Städten auch noch mal wieder Diskussionen. Und wir hatten immer so Wellenbewegungen am öffentlichen Diskurs zu dem Thema. Dann ging es hier in Köln mal darum, dass die Dinger irgendwie im Rhein verschwinden und nicht gehoben werden. Die Helmpflicht wurde dann mal nach dem Verkehrsgerichtstag diskutiert. Und immer wieder kommt dieses Thema, die Presse liebt das irgendwie, weil es halt gewissermaßen auch ein bisschen polarisiert, aber am Ende ist natürlich der E-Scooter auch ein Verkehrsmittel, was mal richtig und mal falsch benutzt wird von den Nutzerinnen und Nutzern. Auf kommunaler Seite wurden wir nicht überrascht von der Verordnung, aber es gab schon eine gewisse Unsicherheit, muss man sagen. Das hat auch mit den rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen zu tun, nämlich wie diese Fahrzeuge und die Sharing-Anbieter einzuordnen sind. Und auch diverse Gerichte haben sich damit beschäftigt. Beispielsweise ging es darum, dass die stationslosen Mieträder, und die E-Scooter sind denen ja relativ gleichgestellt, wenn man das so einordnen möchte, da hieß es erlaubnisfreier Gemeingebrauch, jeder Anbieter kann das ausrollen, wie er möchte. Er muss die Stadt nicht um sein Okay fragen. In NRW gab es dann eben diesen sehr wichtigen Entscheid, den Beschluss, dass eben stationslose Mieträder eine gewerbliche Nutzung darstellen und deswegen eine Sondernutzungserlaubnis bedürfen. Die Kommune also sagen kann, nur wenn ihr diese Erlaubnis bekommt, dürft ihr ausrollen und wenn ihr euch nicht an gewisse Regeln haltet, dann entziehen wir euch diese Sondernutzungserlaubnis wieder. Beim Carsharing, was ja auch verwandt ist, gab es dann wieder andere Urteile. Zuletzt haben wir in Köln über Gebühren diskutiert. Sind die vergleichsweise hohen Gebühren überhaupt okay? Hat erstmal das Verwaltungsgericht gesagt, okay. Jetzt hat letzte Woche oder vorletzte Woche das OVG dann wiederum gesagt in NRW, naja, wenn die Gebühren sozusagen in dieser Höhe als Jahresgebühr fällig sind, aber der Scooterverleiher nur ein Teil des Jahres aktiv ist, dann ist das wiederum nicht okay. Und dieses Hin und Her, das verunsichert natürlich ein bisschen. Das wesentliche Problem, was wir bei den Scootern haben, ist ja vor allem dieses hier. Die
Fahrzeuge, und es sind Fahrzeuge, es sind keine Fahrräder oder was anderes, es sind wirklich Fahrzeuge, das sieht man auch an der Promillegrenze, die zum Beispiel bei den E-Scootern wie bei den Autos auch gilt, die werden eben leicht mal irgendwo falsch abgestellt oder auch umgeschmissen, geht ja auch relativ schnell bei so einem Gerät. Aber das Bild ist natürlich bewusst gewählt, weil man da sieht man nicht nur den E-Scooter, der falsch abgestellt ist, sondern man sieht natürlich auch das Auto, was den Gehweg blockiert. Und es ist immer eine Frage der Relation, weil wir haben natürlich in den Städten eine ganze Menge Ordnungswidrigkeiten und Fehlverhalten und Dinge, die uns in unserer alltäglichen Mobilität behindern. Und man kann sich natürlich schon manchmal fragen, warum reden wir eigentlich den ganzen Tag über E-Scooter? Müssten wir nicht auch über das andere Thema reden? Es gibt diverse Stellschrauben, damit wir besser werden, damit wir das Ganze stadtverträglich ausgestalten können. Die Nutzer können natürlich ihr Verhalten bessern und sollten es tun. Das muss sozusagen auch geahndet werden. Aber ehrlich gesagt, das Ordnungsamt wird kaum hinterherkommen, in einer Stadt alles Fehlverhalten zu ahnden. Einen falsch abgestellten Scooter, bis man den sozusagen irgendwie umgestellt hat, ist ja schon wieder bewegt. Ist natürlich gar nicht so leicht bei diesem Thema. Das trifft auch auf viele andere Themen im öffentlichen Verkehrsraum zu. Die Promillegrenze hatte ich erwähnt. Die Anbieter versuchen jetzt zum Beispiel mit diesen Fotos, die ich von einem abgestellten Scooter mache, nochmal zu regulieren. Wobei ich mich da so ein bisschen frage, was passiert denn mit den Fotos? Schauen die sich das wirklich alles an? Werden die Nutzer wirklich dann auch bestraft? Oder sozusagen kriegen die dann eine Rüge oder wird ihnen dann auch dieser Account entzogen? Das wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Die Anbieter können natürlich auch eine Menge tun, gerade aus kommunaler Sicht. Also wo werden eigentlich diese Fahrzeuge ausgebracht? Ich habe auch mal mitbekommen, dass ein Anbieter die Dinger auf eine Bushaltestelle gestellt hat. Natürlich geht das nicht. Da gibt es natürlich auch Regeln. Die meisten halten sich dran. Es gibt Kontingentierungen, je nachdem, die natürlich eingehalten werden müssen. Und am Ende haben wir natürlich die Kommunen, über die wir heute auch sprechen wollen und die wir ja gleich zu Gast haben, die natürlich auch Einfluss haben. Und so ein Bild mit einer ordentlich getrennten Infrastruktur wird natürlich dazu führen, dass die Fahrzeuge eben nicht auf dem Gehweg fahren, sondern natürlich hier auf einer sehr einladenden, separaten Radspur geführt werden. Die Kommunen können auch Abstellflächen schaffen, das kennen Sie sicherlich auch, dass gerade auch in Kooperation mit ÖPNV-Anbietern wie hier in Berlin eigene Abstellflächen für die Fahrzeuge geschaffen werden. Die ÖPNV-Integration über die Apps kann auch die Kommune voranbringen und damit das ganze Verkehrsmittel natürlich auch noch besser in den ganzen Verkehrsmix integrieren. Ich habe es vorhin angesprochen, diese gewisse Unsicherheit zu Beginn, wie man mit den Anbietern umgeht. Da gibt es aktuell eigentlich drei Wege, die Städte gehen. Das erste ist im Prinzip die freiwillige Selbstverpflichtung. Also man versucht mit den Anbietern ein Agreement herzubekommen, was auch die Anbieter immer gemacht haben. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo das nicht zustande gekommen ist, wo es eben darum ging, bestimmte Regeln sich zu vereinbaren. Allerdings kann die Nichteinhaltung nicht sanktioniert werden. Das Ganze verhält sich anders bei der Auslegung einer Sondernutzung, wo eben eine verbindliche Regulierung stattfindet und straßenbezogene Vorgaben eben gemacht werden können, Begrenzung der Fahrzeugzahl, also diese Kontingentierung. Man kann auch Reaktionsfristen zum Umstellen an die Anbieter sozusagen oder den Anbietern vorschreiben. Und das ist etwas, was durchaus funktioniert. Und last but not least dann quasi das Ganze kombiniert mit einer Ausschreibung, wo ich auch sage als Staat, ich möchte nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen, eine bestimmte Anzahl an Anbietern, wo ich dann natürlich in einem transparenten Verfahren das Ganze ausschreibe und dann eben dadurch auch reguliere, wie es viele Städte in Europa auch schon seit Jahren tun. Als Städte- und Gemeindebund, für den ich arbeite, wünschen wir uns hier noch ein bisschen mehr Klarstellung in dem einen oder anderen Gesetz. Das ist vor allem die StVO und aber auch die Straßengesetze von Bund und Ländern, wo man dieses Thema Sondernutzung etwas klarer definieren könnte, damit wir eben diese ganzen Gerichtsentscheidungen nicht mehr brauchen. Und auch bei der Verordnung oder anderen regulatorischen Dingen könnten wir uns vorstellen, dass man auch technologisch noch ein bisschen weitergeht. Stichwort Geschwindigkeitsreduzierung automatisch, wenn ich in der Fußgängerzone mit dem Sharing-Scooter fahre, dass ich dann nach ein paar Metern irgendwann auch ein bisschen runtergedrosselt werde, wie das in anderen Städten bereits der Fall ist. Und in die Städte wollen wir jetzt mal ganz konkret schauen und nicht nur über Verbände reden, sondern natürlich die Praktika berichten lassen. Und wir wollen mit einem Praxisbericht fortfahren, nämlich einer Perspektive einer Großstadt. Dazu kommt gleich Verena Theil aus Frankfurt am Main zu uns. Sie ist dort im Amt für Straßenbau und Erschließung, leitet das Team Sondernutzung, worüber ich gerade gesprochen habe. Sie weiß also ziemlich genau, was auf Gehwegen und Straßen sonst so auch rumsteht. Und Frankfurt versucht auch hier bei diesem ganzen Thema E-Scooter, Mikromobilität, Sharing-Angebote auch neue Wege zu gehen, hat beispielsweise den Einsatz einer Software jetzt mal getestet, wo man eben falsch abgestellte Fahrzeuge als Stadt identifiziert hat. Verena Theil, bitte auf die Bühne. Bitte schön. Hallo, danke. Ja, hallo, dann auch nochmal von mir. Oh, Dankeschön. Ja.
Ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten kurz mal erläutern, wie wir in Frankfurt vorgegangen sind, was wir bisher gelernt haben, was wir in Zukunft auch noch vorhaben im Hinblick auf die Mikromobilität. Und genau, werde beginnen mit der aktuellen Situation. Was haben wir aktuell für Sharing-Anbieter? Das sehen Sie, das sind wahrscheinlich die klassischen Anbieter, die es auch sonst in anderen Großstädten gibt. Das ist Bolt, Lime, Tier und Voi. Wir haben Leihfahrräder, das ist Call-a-Bike und Nextbike. Wir haben neuerdings jetzt auch die E-Bikes, die es auch sonst schon in einigen Städten gibt. Die sind auch von Bolt, Tier und Voi aktuell. Und wir haben noch die E-Roller, das sind die von Süwalk to go. Genau, das sind die Sharing-Anbieter, die wir aktuell haben. Nach dem Urteil aus 2020 haben wir uns natürlich in Frankfurt auch Gedanken gemacht. Wie gehen wir weiter vor? Was ist unsere Strategie? Und haben eben dann angefangen zu überlegen, wie ziehen wir das Ganze mit der Sondernutzungserlaubnis auf, wenn es ja das Urteil gibt, dass es jetzt dann eben kein Gemeingebrauch mehr, sondern eben das gewerbliche Verleihen als Sondernutzung eingestuft wird. Wir haben begonnen mit der Einführung der Sondernutzungserlaubnis im April letzten Jahres. Das heißt, wir können mittlerweile auf ein Jahr Erfahrung zurückblicken und haben uns für sehr kurze, wie wir finden, Genehmigungsintervalle immer von einem halben Jahr entschieden, damit wir einfach Erfahrungen sammeln konnten, die wir bisher nicht hatten. Wir konnten dann eben schneller regulieren und haben uns viele Optionen damit offen gehalten. Was wir enorm wichtig fanden, wir haben alle Anbieter, die bisher auf dem Markt waren in Frankfurt und alle die Interesse geäußert hatten, vorab in mehreren runden Tischen zusammengebracht, war dann in der Corona-Zeit virtuell. Wir haben erläutert, was haben wir vor, wie sind die Regelungen, die wir in der Sondernutzungserlaubnis treffen wollten, auch durchgegangen mit den Anbieterfirmen. Wir haben uns auch Input von den Firmen geholt, weil die haben eben schon Expertise. Wir hatten noch keine. Wir hatten auch keine freiwillige Selbstverpflichtung. Wir haben von null gestartet und haben eben deshalb alle Interessenten an einen Tisch geholt. Wir haben dann, als wir soweit Konsens hatten und wir uns bereit gefühlt haben zu starten, haben wir allen Interessenten eben eine Frist gesetzt, bis wann der Antrag zu stellen ist und haben dann insgesamt damals 5 Anträge bekommen. Mittlerweile sind nur noch 4 Firmen bei uns in Frankfurt auf dem Markt, weil sich die Firma Bird eben zurückgezogen hat aus Deutschland. Es wurde eben schon gesagt, in der Sondernutzungserlaubnis können eben nur verkehrs- bzw. straßenrechtliche Voraussetzungen oder Regelungen getroffen werden. Dem muss man sich bei einer Sondernutzungserlaubnis einfach bewusst sein. Wir sind gestartet letztes Jahr mit einer Gebühr von 2,50 Euro pro Fahrzeug im Monat und gehen da ein bisschen den anderen Weg wie die Stadt Köln. Wir haben jetzt im April wir finden sehr moderat erhöht auf 3 Euro pro Fahrzeug im Monat. Das schon mal als kleiner Überblick. Was haben wir uns für Gedanken gemacht mit der Einführung der Sondernutzungserlaubnis? Wir haben uns unsere Stadtkarte genommen und haben eben geschaut, was haben wir denn für örtliche Gegebenheiten, für Voraussetzungen, wo ist viel Verkehr, wo ist wenig Verkehr und haben eben, das sehen Sie auch hier, den blauen Bereich, das ist der Bereich 1, das ist unser erweiterter Innenstadtbereich, also es ist nicht nur die Kerninnen- und Altstadt, sondern es ist ein größer gefasster Bereich, eben da, wo viel los ist, wo viel Fußgängerverkehr ist, wo viele Radfahrer unterwegs sind und haben eben dann überlegt, wie viele Fahrzeuge wollen wir in der Stadt haben. Wir haben letztes Jahr gestartet mit knapp 20.000 Fahrzeugen. Wir hatten keine Erfahrungswerte und haben erstmal gesagt, wir definieren im Bereich 1 erstmal eine Obergrenze von 5.000 Fahrzeugen, den Rest lassen wir frei. Da haben wir dann sehr schnell gemerkt, oh, das ist sehr, sehr groß bemessen und sind dann dieses Jahr im Januar tatsächlich dazu übergegangen, eben 3.000 Fahrzeuge in der Innenstadt bzw. in dem Bereich 1 zuzulassen und 9.000 in dem restlichen Bereich. Auch da haben wir dann jetzt in der zweiten Runde zu Beginn des neuen Jahres eine Obergrenze festgelegt, die wir vorher nicht hatten. Wir haben begonnen, Abstellflächen einzurichten. Das sehen Sie hier im linken Bild. Das ist ein Foto direkt nach der Abmarkierung. Klassisch, wie Sie es kennen, mit
Beschilderung, wir haben auch Bodenmarkierungen nochmal zur besseren Übersichtlichkeit aufgebracht. Wir haben einfach oder wir streben einen Mix zwischen den Abstellflächen und weiterhin einem Free-Floating-Modell an, weil wir einfach glauben, nur feste Abstellflächen wird uns gerade in den Randgebieten nicht sehr weit bringen. Das wird das Ganze auch unattraktiv machen. Wir sind jetzt gerade dabei, vor allem im Innenstadtgebiet sukzessive Abstellflächen auszuweiten und hoffen, dass wir da jetzt im Sommer relativ flächendeckend auch ein gutes Netz hinbekommen. Es ist mit sehr hohem personellen Aufwand einfach verbunden, das muss man sagen. Man muss die Flächen suchen, man muss sie dann abmarkieren und das Ganze natürlich auch an die Betreiberfirmen übermitteln. In dem rechten Bild, das ist so das Best-Practice-Beispiel, dann im Free-Floating-Modell, ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht unbedingt immer der Realität entspricht, aber so würden wir uns ein Ausbringen der Scooter wünschen. Natürlich, wenn der ausgeliehen wurde, der Nutzer bringt es leider ja nicht immer so dann auch wieder zurück. Sie können bei uns auf der Website bei der Stadt Frankfurt auch alle Regelungen, die wir in der Sondernutzungserlaubnis getroffen haben, nachlesen. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen auf alle Details eingehen. Natürlich haben wir eben Parkverbotszonen, in Fußgängerzonen, in Grünanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen etc. Wir haben Mindestgehwegbreiten, wie bei allen Sondernutzungserlaubnissen, auch festgelegt von 1,50 Meter. Und wenn Sie sich da weiter einlesen wollen, gerne auf unserer Website, da sind die Regelungen veröffentlicht. Genau. Was haben wir im letzten Jahr gelernt und was haben wir in Zukunft noch vor? Ich habe es eben schon mal angedeutet, wir haben die Anzahl der Fahrzeuge deutlich reduziert. Das hatte zum einen einfach den Hintergrund, wir hatten sehr, sehr viele Fahrzeuge. Wir haben dann mal einen Städtevergleich gemacht, da haben wir dann auch gemerkt, wir haben deutlich mehr Fahrzeuge als viele andere Städte. Wir hatten auch eine Datenaustauschplattform letztes Jahr im Test. Der ein oder andere hat es vielleicht auch in der Presse verfolgt. Auch über diese Datenaustauschplattform haben wir dann gemerkt, die Fahrzeugauslastung ist leider nicht so, wie wir uns die hätten erhofft, und das waren dann eben auch die Gründe zusätzlich zu der sehr hohen Beschwerdelage, die wir leider auch immer noch haben, dass wir eben die Anzahl der Fahrzeuge reduziert haben. Dann werden wir, ich habe es eben schon mal angesprochen, weiterhin Abstellflächen, vor allem in dem Innenstadtgebiet und auch im Bahnhofsviertel jetzt ausweisen. Und wir wollen natürlich auch Mobilitätsstationen bauen. Auch da sind wir bei den Mobilitätsstationen mit unseren Verkehrsbetrieben im Gespräch, weil die natürlich an großen Haltepunkten aufgebaut werden sollen. Und auch da bei den Mobilitätsstationen binden wir die Betreiberfirmen wieder mit ein. Das finden wir enorm wichtig und deshalb sind die da auch wieder mit im Boot. Und genau, als neues Modellprojekt, was wir jetzt auch noch machen, das hat die Stadt Hamburg auch schon mal gemacht, dass wir mit den Entsorgungsbetrieben, die zusätzlich zu den Personen von den Anbieterfirmen die Patrouille laufen und störende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum umparken, das machen bei uns auch noch die Verkehrspolizei und die Stadtpolizei, werden wir dazu übergehen, mit den Entsorgungsbetrieben auch ein Pilotprojekt zu starten, dass auch die störende Fahrzeuge, während sie in der Stadt zu Reinigungsarbeiten unterwegs sind, auch noch wegräumen, damit einfach hoffentlich die Beschwerdelage besser wird und nicht mehr so viele Scooter störend auf den Geh- und Radwegen stehen oder liegen. Ja, das ein ganz kurzer Überblick von mir aus Frankfurt. Ja, vielen Dank, Verena Theil. Gerne. Für diese Einblicke, Perspektive einer Großstadt. Wir machen jetzt weiter und wollen mal gucken, wie kleinere Städte mit dem Thema Sharing-Angebote, insbesondere E-Scooter, umgehen. Weil oft ist es ja eigentlich so, diese neuen Mobilitätsangebote, die finden wir vor allem in den Metropolen, in den Innenstädten der Großstädte. Aber bei den E-Scootern ist das witzigerweise eben auch dazu schon gekommen, dass sie auch sehr stark in mittelgroßen Städten präsent sind und die Anbieter eben auch da, sage ich mal, ihre Claims abstecken. Gleich kommt Philipp Kukula aus St. Augustin zu uns, eine Stadt mit 55.000 Einwohnern hier im Rhein-Sieg-Kreis. Und
Ja, er ist seit knapp 2 Jahren bei der Stadt Mobilitätsmanager und hat das ganze Thema Mobilitätsmanagement auch vorher bei der Stadt Loma betreut. Philipp Kukula, bitte auf die Bühne. Und, ist das der Klicker? Ist das? Und? Ah, jetzt. Okay. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin von der Stadt St. Augustin, direkt angrenzend an die Stadt Bonn, wer es nicht kennt. Ich werde Ihnen ein bisschen was zum Sharing erzählen. Auch zunächst mal kurz auf die, in aller Kürze, auf die verschiedenen Sharing-Anbieter eingehen, die wir haben und dann halt ein bisschen gezielter auf die E-Tretroller eingehen. Auch ein paar Zahlen habe ich mitgebracht und dann kurz zur dienlichen Nutzung das Fazit mitbringen. Ja, zum Thema Carsharing. Wir haben aktuell 8 Fahrzeuge an 3 Standorten. Die haben sich so aufgeteilt, dass wir halt ein Interessensbekundungsverfahren gemacht haben für 2 Standorte. Einmal an unserer Mobilstation im Zentrum und an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und eine 3. Station, die sich am Pleiser Dreieck befindet, wo ein privates Unternehmen auf Eigeninitiative sich quasi entschieden hat, Carsharing anzubieten und sich da im Anbieter geeinigt hat. Das heißt, wir als Stadt waren da raus aus dem Thema, aber begrüßen das natürlich. Perspektivisch sollen auch weitere Standorte mit weiteren Fahrzeugen folgen, auch E-Pkw, die wir aktuell noch nicht haben. Zusätzlich ist es so, dass wir so auf die Aufstellung in einer Aufstellung befindlichen Stellplatzsatzung die Reduzierung der Stellplätze ermöglichen möchten, wenn man eben Carsharing realisiert. Dann haben wir Leihfahrräder im Stadtgebiet, die über den Rhein-Sieg-Kreis und die RSVG organisiert werden, werden betrieben von der Firma Nextbike und werden finanziert über die Kreisumlage. Das ist ein rechtsrheinisch kreisweites System, stationsbasiert, hat Anknüpfungspunkte an die Systeme von Bonn und Köln, wo es halt jeweils Übergabepunkte gibt, wo man sich dann von dem einen System ins andere System wechseln kann. Aktuell haben wir in St. Augustin 75 Leihräder an 23 Stationen und davon sind 6 sogenannte virtuelle Stationen, wo man eine Ausleihe und Rückgabe möglich ist, aber keine aktive Ausbringung durch Nextbike stattfindet. Im Sommer erfolgt zudem eine Ergänzung von dem System um 6 E-Cargo-Bikes, die wir dann im Zentrum positionieren werden. Ja, dann zu den E-Tretrollern. Da hatten wir im Herbst 2020 mehrere Anfragen. Nachdem wir dann die Großstädte, sag ich mal, ein bisschen abgegrast hatten, haben sie sich dann auf die Mittelstädte konzentriert. Und da hatten wir, es war auch eben angesprochen, da, zu dem Zeitpunkt war ich noch in Loma, aber die Städte Hennef, Loma, Siegburg, St. Augustin, Troisdorf sind alle mehr oder weniger gleichzeitig angefragt worden, weil wir auch ähnlich große Städte sind. Und da wir gesagt haben, es muss jetzt nicht jeder das Rad neu erfinden, haben wir uns mit den Kommunen, mit den Mobilitätsmanagern zusammengesetzt und gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet, auch mit Unterstützung vom Zukunftsnetz Mobilität und haben da einige Regelungen reingeschrieben, die wir dann dort festgehalten haben. Das ist einmal das Free-Floating-Prinzip, das dann eben verschiedene Kriterien definiert für die Ausbringungsstandorte, wie zum Beispiel die Restbreiten von Gehwegen, die da freigehalten werden müssen. Dass das ganze Stadtgebiet eben was das Bediengebiet sein soll, also dass die Anbieter sich eben nicht nur auf die Innenstädte konzentrieren. Dass wir die Anzahl der Anbieter und Tretroller beschränken möchten. Und genau, in St. Augustin war es halt so, dass wir dann im Oktober 2021 mit einem Pilotprojekt gestartet sind. Das war dann eben nach dem Urteil, dass es eben mit der Sondernutzung möglich ist. Das haben wir uns dann auch zunutze gemacht und haben ein Interessensbekundungsverfahren mit einem Auswahlverfahren gekoppelt, also ein bisschen so ein Mischweg, haben das Ganze auf 2 Anbieter mit jeweils maximal 150 Rollern beschränkt. Das entspricht eben ungefähr dann einem Roller auf 200 Einwohner. Dann haben wir die Vereinbarung gekoppelt an eine Sondernutzungsgenehmigung, die im Rahmen des Pilotprojektes eben kostenfrei ist. Und haben da auch von Anfang an regelmäßige Austauschrunden mit den Anbietern, mit dem Ordnungsamt der Polizei etabliert. Im Herbst 2022 haben wir dann die Nextbike-Station, die ich ja eben erwähnt hatte, die wir im Stadtgebiet haben, dann für die E-Roller freigegeben. Sprich, die Anbieter haben das in ihren Apps hinterlegt, diese Station. Und wenn dann die Nutzer dort die Roller abgestellt haben, wurden die entsprechend incentiviert, also belohnt dafür. Dann, wie gesagt, ein bisschen zu den Zahlen. Für unsere Verhältnisse haben wir, denke ich, recht hohe Zahlen. Und da aber relativ wenige Probleme, Sie brauchen sich die Grafiken jetzt nicht alle im Detail anzugucken,
Was ich aber einmal kurz die mittlere Grafik, da sieht man, dass wir am Anfang relativ hohe Probleme hatten. Das ist aber, denke ich mal, ganz normal, wenn das System eben neu reinkommt, sich dann aber auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten hat. Und der überwiegende Teil ist eben auf mit Parken zurückzuführen. Das hatten wir eben auch schon angesprochen. Aber einschränkend zu sagen, wir haben das jetzt auch mal verglichen mit der Anzahl der Fahrten. Und da ist es eben so, dass etwa ein Problem auf 1300 Fahrten kommt. Und ich denke, da könnten sich andere Verkehrsmittel darüber freuen, wenn die so Zahlen hätten. Man spricht ja immer von der sprichwörtlichen letzten Meile. Das können wir mit unseren Daten in St. Augustin wirklich 1:1 bestätigen. Also Sie sehen es hier, 1,62 zurückgelegte Kilometer pro Tag oder pro Ausleihe. Das heißt, es wird wirklich eben für diese sprichwörtliche letzte Meile genutzt. Die Ausleihdauer liegt so ungefähr bei 8 Minuten. Was die Nutzungszeiten betrifft, ist es so, dass die Roller über den ganzen Tag verteilt genutzt werden. Sprich auch als Ergänzung des ÖPNV-Angebots in Randzeiten dienen können, gerade in Nachtzeiten, wo wir eben dann in mittleren Städten oder kleinen Städten auch eben nicht so eine hohe ÖPNV-Dichte haben oder von der Taktung. Und man kann auch an dieser Kurve jetzt auch erkennen, dass eben auch die Pendelverkehrszeiten da ein Peak zu sehen ist, dass die eben auch für Pendelfahrten genutzt werden. Ja, wie geht's weiter? Wir sind jetzt quasi am Ende unseres Pilotprojektes und wollen in einen Regelbetrieb reinkommen. Den wollen wir im Herbst 2023 starten. Wir wollen wieder ein Auswahlverfahren machen mit dieser Kopplung von Kooperationsvereinbarung und Sondernutzungsgenehmigung, dann aber nicht mehr kostenfrei. Über die genauen Kosten wird aber noch entschieden politisch. Wir wollen eine Mischung aus Free-Flogging-System und stationsbasiert machen, also ähnlich wie dann in Frankfurt es der Fall ist. Zusätzlich haben wir noch eine Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wo die für uns oder in Kooperation mit uns gemeinsam ein Dashboard entwickelt, wo wir eben anbieterübergreifend die Daten einspielen lassen wollen. Sprich, wir als Stadt haben eben auch den Vorteil, dass wir eben jetzt nicht verschiedene Dashboards der Anbieter uns angucken müssen, sondern eben alle Anbieter in einem Dashboard zusammenbekommen. Außerdem wollen wir ein Konzept für Abstellflächen für Mikromobilität zusammen mit der Hochschule umsetzen und dann halt eben die Standorte dann entsprechend festlegen. Dann noch einmal kurz zur dienstlichen Nutzung. Wir als Stadt wollen eben auch als Arbeitgeber als Vorbild vorangehen und die Sharing-Angebote, die wir im Stadtgebiet haben, eben auch für dienstliche Zwecke nutzbar machen. Wir haben im Mai 2022 ein Jobticket eingeführt, dann ein Jahr später die Parkraumbewirtschaftung eingeführt, die wir vorher im Stadtgebiet gar nicht hatten. Also das sagt man Neuland, jetzt ganz kurzfristig auch. Und haben dann aber gleichzeitig eben auch gesagt, wir wollen Alternativen bieten, wenn die Leute eben nicht mehr mit ihrem Privat-Pkw zur Arbeit kommen, dass sie ihre Dienstfahrten dann eben alternativ nutzen können. Das heißt, jeder Mitarbeiter der Stadt St. Augustin ist jetzt, für ihn ist es möglich, eben für Dienstfahrten Carsharing zu nutzen, Bikesharing oder auch die E-Troller für Dienstfahrten zu nutzen. Das eben, ne, dass es als Ersatz des Privat-Pkws nutzt und eben auch zur Ergänzung des eigenen städtischen Fuhrparks. Ja, was als Fazit, wie gehen wir damit um? Was haben wir für Learnings? Also regelmäßige Gespräche und Kooperationen mit den Anbietern sind wichtig, definitiv. Das ist für uns zentral. Auch die Regulierungen, damit die Anzahl der Anbieter eben auch beschränkt ist und eben zur Stadt passt, dass man eben schaut, dass es eben die Größe in einem Verhältnis steht. Dadurch haben wir bei uns festgestellt, dass wir relativ wenig Probleme haben. Und dass wir eben diese Einbindung ins betriebliche Mobilitätsmanagement auch für wichtig halten, damit eben diese Sharing-Angebote eben auch von den Mitarbeitern genutzt werden können für Dienstfahrten, damit sie eben ihr Privat-Pkw auch mal zu Hause stehen lassen können. Ja, damit bin ich etwas vor der Zeit, aber durch. Vielen Dank. Ich bin ganz begeistert, wenn die Referierenden sich an die Zeitvorgaben halten, weil 3 Vorträge in einer halben Stunde sind immer ambitioniert. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank. Du bleibst bei uns, weil wir jetzt diskutieren wollen. Und ganz herzlichen Dank auch, weil du nämlich ziemlich spontan heute hier auf die Bühne gekommen bist und eingesprungen bist. Wir hatten eigentlich auch jemanden vorgesehen, der gestern absagen musste. Und von daher nochmal ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch die Verena Theil gleich nochmal zu mir auf die Bühne bitten. Genau, bitte nimm hier auch Platz und auch gleich den Tobias Griesmeier von Tier Nextbike. Tobias kümmert sich dort nämlich um alles Regulatorische und die Public Affairs. Das Ganze schon seit 4 Jahren, also auch von Anfang an dabei. Es war ja ein wilder Ritt die letzten Jahre bei dem Thema, sage ich mal. 4 E-Scooter-Jahre sind vielleicht auch 10 Menschenjahre wahrscheinlich. Mindestens. Du hast das Thema von Anfang an begleitet und kannst sicherlich die Anbietersicht
ganz gut rüberbringen. Ja, Tobias, fangen wir mit dir auch gleich an. Also ich würde natürlich nochmal diese Umfragen irgendwie aufgreifen wollen, die euch sicherlich nicht gefallen. Paris hat eine relativ geringe Beteiligungsquote. Ich habe aber vorhin auch diese Spiegel-Umfrage erwähnt und natürlich spielt auch irgendwie das ganze Thema Presse da irgendwie eine Rolle. Ja, ein Großteil der Menschen steht dem doch recht skeptisch gegenüber. Woran liegt denn das aus eurer Sicht und wie können wir da eigentlich zu mehr Akzeptanz irgendwie kommen bei dem Thema? In der Tat, ich habe schon das Gefühl, dass das Thema sehr beliebter Lückenfüller in den Medien ist, nicht nur in der Sommerpause mit meinungsarmen Zeiten, sondern durchs Jahr über hinweg. Und ich glaube, es liegt an einer gewissen, auch vielleicht Technologiefeindlichkeit oder Skepsis wenigstens. Ja? Also es fällt schon auf fruchtbaren Boden und wird von den Medien natürlich auch gerne genutzt, um die Verkaufszahlen nach oben zu treiben. Das ist ganz klar. Und der E-Scooter ist natürlich die Technologie, die relativ neu ist und auch sehr, sehr offensichtlich im öffentlichen Straßenraum zu sehen und auch zu erleben ist, im Positiven wie auch im Negativen. Von daher ist es ein Stück weit nachzuvollziehen, dass das Thema so in der Öffentlichkeit steht. Aber ich bin auch der sehr, sehr festen Überzeugung, dass das, was in den Medien zu lesen ist oder auch in mancher politischen Debatte stattfindet, relativ wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also wir haben es bei den beiden Vorträgen ja gesehen, dass es auch anders funktionieren kann. Ja, dass es zwar Beschwerden gibt, da muss man sich miteinander austauschen und drüber sprechen, aber dass so ein System auch funktionieren kann. Für uns als Anbieter ist es deswegen wichtig, in die Kommunikation zu treten mit den Städten, aber auch mit unseren Businesspartnern, wie zum Beispiel dem ÖPNV, aber vermehrt natürlich auch mit Forschungsinstituten, mit Universitäten, die sich dann proaktiv mit diesem Thema auseinandersetzen, um einfach ein Stück weit mehr Objektivität in die Debatte zu bekommen. Und wir sehen, dass immer mehr Forschungsarbeiten zu dem Thema geschrieben werden. Es ist ein spannendes Thema, auch für viele Masteranden und für einige Forschungsinstitute. Und wir sehen ja durchaus, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, von den Städten und die Anbieter auch ihren Job machen, dass der E-Scooter ein Verkehrsmittel ist, der tatsächlich einen sehr, sehr positiven Effekt auf die städtische Mobilität auch haben kann. Also wäre jetzt die Frage, reicht das sozusagen um diesen öffentlichen Druck, den ja die Kommunen auch ganz stark spüren, ne? Und da werden dann irgendwann die Kommunen ja, sag mal, umkippen und sagen, wenn die öffentliche Meinung so klar Anti-E-Scooter ist, dann werden wir natürlich da auch nochmal handeln müssen, weil wir natürlich am Ende was das tun, was unsere gewählten Vertreter tun. Und wenn es eben sehr populär ist, sich sozusagen gegen dieses Verkehrsmittel auszusprechen, dann haben wir wahrscheinlich bald eben auch Parteien, die damit Wahlkampf machen und sagen, wir bringen diese Dinger aus der Stadt. Also wo siehst du da wirklich den wichtigsten Ansatzpunkt, um quasi auch diese politische Meinungsbildung, die gerade so stattfindet, das ist ja halt auch en vogue, sich dann da vielleicht anti zu positionieren, um da nochmal einzuhaken. Also müsst ihr euch der Politik vielleicht noch mehr erklären? Oder was tut ihr da? Also ich merke schon, das Thema wird populär, wenn weder Stadt noch Anbieter ihren Job erledigen. Dann stauen sich die Beschwerden, dann staut sich der Unmut, dann ist eine Verwaltung natürlich sehr, sehr stark unter Druck und die Politik dann natürlich durch eine Öffentlichkeit, durch die Medien natürlich auch. Und so weit darf man es eigentlich nicht kommen lassen. Das heißt, ein regelmäßiger Austausch mit den Städten, mit den Partnern vor Ort ist unglaublich wichtig, um auch so ein gegenseitiges Verständnis zu erzeugen. Verena und Philipp, wie wird denn das im Stadtrat jeweils diskutiert? Gibt es da Anträge, Diskussionen? Zum Thema E-Scooter, schon den ersten Antrag irgendwie bitte E-Scooter verbieten auf dem Tisch gehabt oder wie ist da die Situation in Frankfurt und in St. Augustin? Den Antrag offiziell noch nicht. Natürlich, als der Bürgerentscheid aus Paris veröffentlicht wurde, hat sich erstmal natürlich die Presse auch sehr, sehr für die Meinung aus Frankfurt interessiert. Man hört auch aus politischen Gremien, dass da natürlich die Stadt auch was machen könnte. Wenn man sich die Beteiligungszahlen aus Paris anschaut, wenn es eine Bürgerbefragung in Hessen geben würde mit der Beteiligungsanzahl, die wir in Paris hatten, wäre das Ding gestorben, weil die E-Scooter wären nicht gestorben, sondern die Bürgerbeteiligung wäre gestorben, weil einfach die Mehrheit überhaupt sich nicht beteiligt hat und somit wäre das für uns in Hessen oder in Frankfurt, würde es die E-Scooter weitergeben, wenn die Beteiligung so gering ist. Wir glauben in Frankfurt oder die Regierung auch in Frankfurt, wir glauben immer noch daran, dass
der E-Scooter jetzt, ja, nach der Einführung war das sicherlich auch ein Spaßmobil, aber das hat sich, wie wir finden, mittlerweile gewandelt. Er wird wirklich genutzt für die letzte Meile. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz nach und nach ein bisschen besser wird. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt vermehrt die Abstellflächen einrichten und wir haben eine Regulierung, dass die eben nicht mehr quer auf dem Gehweg, auf den Radwegen stehen. Und gerade auch das Parken auf den Radwegen macht uns enorme Probleme. Glaube ich, kann man auch einen Großteil dazu beitragen, dass die Akzeptanz auch ja, in der Bevölkerung besser wird. Man muss natürlich auch mit den Nutzern noch mal schauen, dass man die noch ein bisschen besser ja, abholt. Philipp, wie ist das in St. Augustin, also mit der Akzeptanz bei der Politik, aber auch, sage ich mal, in der Bevölkerung? Wie würdest du das aktuell beschreiben? Also die Politik ist definitiv zufrieden, wie wir es gehandhabt haben oder handhaben mit diesem Pilotprojekt oder auch mit dieser, ich sag mal, strengen Regulierung. Also wir haben ja tatsächlich vergleichsweise wenige Probleme. Ist aber nicht so, dass das natürlich frei von Kritik wäre. Das ist nicht der Fall, aber wir haben jetzt eben auch den Auftrag von der Politik bekommen, tatsächlich eben diese Abstellflächen einzurichten. Also das wird eben auch als Lösungsweg gesehen für dieses Problem. Ich hatte es ja erwähnt, dass eben gerade diese Parkplatzproblematik oder das Parken eben dieser Roller das absolut größte Problem ist. Und wenn man das in den Griff bekommen würde, dann wäre da, glaube ich, viel gewonnen und dann würde man das Thema einfach nach vorne bringen können. Ist das Free-Floating an sich hier auch am Ende die Ursache? Und müssen wir da am Ende sagen, eigentlich ist das gescheitert und wir brauchen nur noch Stationen? Wie seht ihr beide das? Du hast da bestimmt eine ganz klare Meinung zu, aber ich würde erst mal interessieren, was die Kommunen sagen. Free-Floating versus stationsbasiert. Kriegt man das mit Free-Floating wirklich am Ende so reguliert, dass man dieses ganze wilde Abstellen Fehlverhalten damit wirklich reduziert? Also wir werden ja versuchen, einen Mittelweg zu gehen, indem wir in Außenbezirken weiterhin Free-Floating ermöglichen und dann nur in kritischen Bereichen eben dann, wo es häufig mal knackst, da dann eben diese Abstellflächen einrichten. Das Problem ist ja eigentlich, sind tatsächlich nicht die Anbieter, was das Ausbringen angeht, sondern sind halt die Nutzer, die das dann eben schlecht abstellen. Und oft ist es dann, also das beobachten wir in anderen Städten dann auch schon, dass wenn Abstellflächen da sind, dass sie dann auch genutzt werden und dass sich dann entsprechend reduziert das Problem. Und das Einrichten ist ja das eine. Das andere wäre ja auch technisch zu sagen, ich darf nur noch an diesen eingerichteten Abstellflächen abstellen. Ist das die Idee dann von Frankfurt auch? Kann ich nur noch dort abstellen, wo diese Fläche dann genau im GPS ist? Oder ist das quasi eher eine Art Angebot? Also wir wollen, wenn wir jetzt hoffentlich im Laufe des Sommers auch vermehrt die Abstellflächen dann eingerichtet haben, dazu übergehen, dort, wo wir sie haben, dann auch wirklich nur noch dort das Abstellen zu erlauben und im Umkreis der Abstellflächen eine Parkverbotszone. Wir haben das aktuell schon einrichten lassen. Das Problem ist einfach nur, wir haben so wenige Abstellflächen, dass es mit dem 100-Meter-Radius, dann stehen sie alle drumherum und dann stehen sie trotzdem im Weg. Deshalb wir glauben, dass wir mit dem Weg auch dem Mix aus Free-Floating und festen Abstellflächen, bei uns soll es ja ähnlich laufen, dass wir vor allem in dem Innenstadtgebiet feste Abstellflächen schaffen und eben in den Randgebieten, gerade an den großen Haltepunkten, auch eine Mobilitätsstation errichten, aber trotzdem in den umliegenden Stadtteilen weiterhin das Free-Floating-Modell zulassen, weil wir werden nicht überall in der Stadt Abstellflächen schaffen können. Auch da wird es sonst sicherlich Probleme geben, wieder von der Akzeptanz in der Bevölkerung. In der Innenstadt oder im Bahnhofsviertel haben wir relativ wenig, findet relativ wenig Wohnen statt. So, und dort wandeln wir Pkw-Plätze in Abstellflächen um. Wenn wir jetzt in die Wohngebiete, in die reinen Wohngebiete gehen und dort den Anwohnern viele Parkflächen wegnehmen, haben wir im Ausgleich keine Parkhäuser, wo wir sagen könnten, liebe Bürgerinnen und Bürger, parkt doch dann bitte stattdessen dort, kriegen wir wieder Probleme. Und deshalb glauben wir, dass dieser Mix aus Free-Floating und festen Abstellflächen eigentlich nur der Weg sein kann, den man gehen kann. Die Anbieter hatten ja zu Beginn, sage ich mal, wenn man das Thema feste Abstellflächen angesprochen hat, so eine gewisse Abwehrhaltung, weil natürlich das Geschäftsmodell Free-Floating, glaube ich, ein bisschen lukrativer ist. Ich merke aber, dass ihr euch da schon stärker auch hinbewegt, bis hin dazu, dass ihr das natürlich auch
empfiehlt und natürlich wollt, dass die Städte vor allem das natürlich einrichten. Wie ist da so im Moment die Position von TIER, was diese Abstellflächen angeht, zwingend vorgeben und Free-Floating dann auch in dem Bereich untersagen? Oder sagt ihr eher nur ein Angebot bereitstellen, dann regelt sich das schon? Wie ist da so euer Stand? Also ich denke, am wichtigsten ist es, dass es für den Kunden klar und ersichtlich ist, wo er wie abstellen kann. Alles andere würde nur zu Frustration führen und dann auch zu einem Beliebtheitsverlust des ganzen Systems. Also es muss klar sein, wenn ich eine Fahrt beginne und ich möchte zu einem gewissen Zielpunkt, dass ich dort dann auch abstellen kann und nicht frustriert umdrehen muss, 500 Meter zurück und dann eben wieder die 500 Meter zur Haustür zu Fuß zu gehen. Das muss ganz klar sein. Für uns ist aber auch wichtig, dass Free-Floating in den Bereichen erhalten bleibt, wo das Abstellen keinen Sinn macht auf festen Flächen. Das Vorteil, zum Beispiel, wo wäre das? Naja, zum Beispiel in den Außenbereichen, ja, wo auch die Problematik auf den Gehwegen, weniger Publikumsverkehr einfach nicht so ausgeprägt ist wie in den Innenstädten, weil natürlich dadurch der Mehrwert entsteht. Diese First und Last Mile, die in den beiden Städten funktioniert. In Hamburg gibt es neue Zahlen, 55% der E-Scooter-Nutzer nutzen auch den ÖPNV und verbinden das mit der ersten und der letzten Meile. Also das funktioniert und das klappt aber auch nur, wenn entweder ausreichend Parkflächen vorhanden ist oder in den Außenbereichen dann auch das Free-Floating. Was wünscht ihr euch denn da von den Städten und wo seht ihr eure Rolle? Ne? Weil so eine Abstellfläche bereitstellen ist ja manchmal mehr als nur irgendwie was auf die Straße pinseln, sondern das ist natürlich ein Aufwand. Ich widme vielleicht eine Pkw-Stellfläche um, muss da auch, sag ich mal, habe ich auch einen kommunikativen Aufwand. Aber was wünscht ihr euch von den Kommunen und dann gleich danach vielleicht ihr, was wünscht ihr euch denn von den Anbietern? Braucht ihr da Daten oder wollt ihr, dass die Anbieter selbst sozusagen diese Abstellflächen herrichten? Aber erstmal vielleicht die Frage an dich. Der Erwartung an die Kommunen. Die kurze Antwort wäre mehr Tempo. Okay. Die lange Antwort, auch zurückblickend, ich glaube schon, dass es viele Städte gegeben hat, die der Meinung waren, okay, E-Scooter ist ein Hype, das verschwindet nach einem, vielleicht nach zwei Sommern und ist dann verschwunden und es ist jetzt auch kein Thema, um das ich mich kümmern muss. Das erledigt sich von allein. Und das ist ja nachweislich nicht passiert. Und von daher, glaube ich, findet jetzt so eine gewisse Aufholjagd statt, Gott sei Dank, auch in den kommunalen Verwaltungen, auch in der kommunalen Politik, die dann auch merken, es wurde von der Bundesregierung ein neues Fahrzeug eingeführt, ohne Verkehrsraum zu schaffen. Also man müsste sich jetzt vorstellen, von heute auf morgen verschwinden sämtliche Pkw-Parkplätze. Morgen würde Chaos ausbrechen, ist ganz klar. Und so ist es ja 2019 beim E-Scooter auch gewesen. Neues Verkehrsmittel, neue Regeln, die wenigsten bekannt waren und natürlich auch wenig Fläche. Und an das Thema muss man jetzt rangehen. Und ich merke schon, dass in vielen Kommunen jetzt dieses Tempo kommt. Auch der Druck von außen, auch durch die Pandemie, auch durch die Diskussionen, Klimawandel, Mobilitätswende, die verstärkt auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Also es vergeht ja keinen Tag ohne Klimakleber oder Sonstiges. Also man ist mit dem Thema einfach konfrontiert. Und von daher sehe ich schon, dass ein Stück weit mehr Geschwindigkeit jetzt reinkommt. Thema Klimawirkung kommt auch gerade hier schon über Slido rein. Also wer auch noch Fragen hat, kann die gerne über Slido noch beisteuern. Ja, die Kommunen, was wünscht ihr euch beim Thema Abstellflächen vielleicht von den Anbietern und wie lässt sich das Thema ja auch kommunizieren? Weil am Ende natürlich muss es ja auch der Politik verkauft werden, dass man sozusagen für den E-Scooter was macht oder macht man das dann nicht gleich auch vielleicht für Fahrräder und für weitere Mobilitätsangebote? Vielleicht erstmal der Blick nach Frankfurt. Genau. Also bei uns ist es so, ja, wir sprechen immer von Abstellflächen für E-Scooter. Wir werden aber, ja, es gibt dieses STVO-Schild, wo dann eben auch der E-Scooter drauf ist. Wir werden aber dort auch zulassen, dass dann auch die Leihfahrräder oder auch die E-Bikes in den Verleihsystemen, dass die dort natürlich auch geparkt werden sollen oder abgestellt werden sollen. Das ganz klar. Und ja, also in der Innenstadt und im Bahnhofsviertel, wo wir jetzt gerade auch, wir haben uns Hilfe geholt von einem Ingenieurbüro, weil wir auch einfach sagen, als Stadt, wir kommen personell, wenn wir Abstellflächen suchen müssen, an unsere Grenzen. Wir haben keinen, der originär nur Sharing-Anbieter oder E-Scooter betreut, sondern wir machen das alle on top, nebenher und haben deshalb gesagt, okay, wir holen uns jetzt dafür
ein Ingenieurbüro, das haben wir auch ausgeschrieben, die sind jetzt an ihrer Arbeit dran. Und bei den Mobilitätsstationen macht das ja unser Verkehrsbetrieb, die sind auch auf die Anbieter alle zugegangen. Wir haben auch Daten bekommen und wir haben auch natürlich ja noch Daten vom letzten Jahr, als wir die Datenaustauschplattform getestet haben. Und das werden wir auch alles zusammenfließen. Und auch wenn wir das Grobkonzept haben für die Mobilitätsstation, werden wir auch wieder mit den Anbieterfirmen in Kontakt treten, weil es geht nur, wenn man ständig im Austausch bleibt. Und auch jetzt, wenn wir Sondernutzungserlaubnisse verlängern, es gibt immer diese Austauschtermine, einfach damit man als Stadt nicht irgendwas macht, was nachher, wir bauen irgendwo eine Abstellfläche, aber die wird faktisch nie genutzt werden, weil sie einfach strategisch total schlecht ist. Dann haben wir einen riesen Aufwand und es gibt nachher keinen Nutzen und die Akzeptanz auf allen Seiten ist genauso wie vorher und das wollen wir halt natürlich vermeiden. Ja. Ihr habt euch in St. Augustin ja dann auch an den Fahrradstationen so ein bisschen mit orientiert und darüber hinaus seid ihr dann auf die Anbieter auch zugegangen, habt gefragt, wo macht es aus eurer Sicht Sinn, sowas einzurichten oder wie lief da oder wie läuft der Prozess, was die Abstellstationen angeht? Also das steht jetzt tatsächlich noch aus. Wir werden gemeinsam mit der Hochschule eben auch da mit den Anbietern sprechen und uns anschauen, wo das Sinn macht. Und vielleicht noch ergänzend, also was wir von den Anbietern erwarten, sage ich mal, was jetzt die Abstellflächen betrifft. Also einerseits, wenn die denn da sind, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass die eben auch dann nicht überlaufen. Ne? Also wir sind ja dann nicht nur ein Anbieter, sondern mehrere Anbieter. Wir wollen jetzt auch verschiedene Mobilitätsformen dort unterbringen, also nicht nur die Scooter. Das heißt, auch wenn da Fahrräder stehen, dass dann die Anbieter auch ein Auge darauf haben, dass die eben nicht überlaufen und dann kreuz und quer stehen oder einfach auf einem Haufen und eben, dass auch sie technisch versuchen, immer weiter das GPS oder die irgendeine Technologien weiterzuentwickeln, dass sie eben auch wirklich sehr genau ist, weil es bringt uns nichts, wenn wir eine Abstellfläche markieren, aber das GPS-Signal ist noch 10 Meter weiter noch zulässt und dann wir eine Riesenabstellfläche haben, die dann doch zur Unregulierung führt. Lässt sich das noch so genau schon einordnen oder wie genau sind denn diese Signale? Oder sind da noch Schritte zu erwarten? Das hat ja seine Grenzen wahrscheinlich auch GPS als System. Hat seine Grenzen. Also wir können natürlich auch nur die Signale nutzen, die von oben kommen. Und die sind eben nicht auf den Zentimeter genau. Und dann ist es auch möglich, dass man 2-3 Meter neben so einer Abstellfläche auch abstellen kann. Ich denke aber schon, dass das Ausnahmen sind. Also wir sehen schon, dass so ein gewisser Parksuchverkehr auch bei einem E-Scooter stattfindet und dann auch dort abgestellt wird, wo schon andere stehen. Und wenn es dann eben auch noch mit Markierungen, mit Symbolen und auch mit Beschilderung unterstützt durch unsere App, die dann auch die Fahrzeuge zu den Stationen auch leitet, unterstützt wird, dann glaube ich, kommt da schon ein Effekt hoch. Und das Wichtigste bei Abstellstationen ist, dass dadurch natürlich auch eine Sichtbarkeit im öffentlichen Raum entsteht. Ja. Also man weiß, wo die nächste U-Bahn-Haltestelle ist. Man weiß nicht, wo der nächste E-Scooter oder das nächste Cargo-Bike steht. Wenn man aber als Stadt, von mir aus an jeder Kreuzung, das wäre so unser Ideal solche Abstellflächen schaffen würde, dann weiß man ganz genau, ich gehe aus der Haustür raus und so selbstverständlich, wie ich zum eigenen Auto gehe, gehe ich zur nächsten Sharing-Station und nutze dann eben das Fahrzeug, das ich für meine Zwecke brauche. Ja. Hier kommt so ein bisschen das ganze Thema Umweltbilanz, Klimawirkung, Verkehrsverlagerungseffekte durch E-Scooter, durch Slido rein. Auch ein bisschen skeptisch, habe ich hier so das Gefühl. Die Studien, die ich kenne, da ist noch nicht so richtig viel mit Autofahrten ersetzen. Was sagt ihr dazu als Anbieter? Woran liegt das vielleicht, dass das noch, vorhin fiel der Begriff Spaßmobil, dass das vielleicht noch nicht so, sage ich mal, stark in diese Verkehrswende sich einreiht, wie wir es ja eigentlich mal erhofft hatten? Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte, die man beleuchten muss. Also zum einen, welchen Fußabdruck hinterlässt so ein E-Scooter zum Beispiel. Das ist untersucht worden durch mehrere Studien und das fällt alles sehr, sehr positiv aus. Also zum Teil ist ein E-Scooter auf die Personenkilometer gerechnet auch nachhaltiger wie der ÖPNV. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ich mache mir Sorgen bei dem Thema Autofahren ersetzen, weil es sehr, sehr fokussiert nur betrachtet wird. In dem Sinne, der E-Scooter ersetzt eine Autofahrt. Aber so bewegt sich ja keiner den ganzen Tag.
Ja, also man hat es über den Tag verteilt, 10, 15 verschiedene Mobilitätsvorgänge, mal zu Fuß, mal mit der U-Bahn, mal mit dem Rad, mal zum Arzt, mal in die Arbeit und am Abend ins Fitnessstudio. Das sind ja verschiedenste Verkehrswege, die man auch natürlich mit unterschiedlichsten Verkehrsträgern nutzen kann. Also die eine Scooterfahrt und die eine Autofahrt, die findet ja im Alltäglichen nicht wirklich statt. Von daher finde ich die Debatte sehr, sehr verengt. Ich habe vorhin die Zahl aus Hamburg von der Hamburger Hochbahn genommen, wie sich intermodale Verkehre verwirklichen lassen. First und Last Mile, den Scooter zum Einkaufen nehmen, mit dem Cargo-Bike vom Supermarkt wieder zurück. Da spielt das Auto so keine Rolle. Also wir brauchen, glaube ich, einen weiteren Blick auf das Thema. Der E-Scooter ersetzt Autofahrten, ungefähr 20%. Die Zahl haben wir, die ist in der einen Stadt höher, in der anderen Stadt niedriger, aber das ist so der deutsche Durchschnitt ungefähr. Was, glaube ich, sehr, sehr gut ist, weil wir sprechen über die letzten 4 Jahre, wo bei den Städten relativ wenig passiert ist mit Unterstützung, was zum Beispiel Abstellflächen betrifft. Wir sprechen über Pandemiezeiten, wo Mobilität ein Stück weit eingeschränkt war und auf jeden Fall komplizierter. Von daher ist das, glaube ich, keine schlechte Zahl. Also da geht noch was. Da geht definitiv noch was, aber es muss dann eben intermodal passieren, gemeinsam mit dem ÖPNV. Und wir müssen die Debatte unbedingt erweitern, weil wir sprechen ja auch nicht drüber, wie viele Fahrradfahrten ein Auto ersetzt. Ja? Und andersrum gesagt, wir sprechen auch nicht drüber, wie viele Autofahrten in der Vergangenheit, in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich Fußwege ersetzt haben. Ja? Ja. Also wenn man sich die Daten ansieht, 40-50% der Autofahrten innerstädtisch sind unter 2 Kilometer. Wir sind fußfaul geworden. Wir sind fußfaul geworden, absolut. Bei euch in den Städten, das Potenzial der E-Scooter, also St. Augustin habe ich jetzt schon das Gefühl, ihr habt ja sogar beim betrieblichen Mobilitätsmanagement, setzt ihr mittlerweile auch auf die E-Scooter. Also irgendwie spielt das schon eine Rolle und ihr ordnet das schon so ein. Habt ihr da irgendwie Zahlen, Studien, auch in Sachen Umweltverbund oder Umweltwirkung der E-Scooter? Wie würdet ihr das einordnen? Also Zahlen haben wir jetzt konkrete nicht. Wir haben aber tatsächlich, also das haben wir, können wir schon aus den Daten rauslesen, die wir bekommen, dass es tatsächlich Hotspots gibt an den ÖPNV-Haltestellen. Mhm. Ne? Und das ist definitiv der Fall. Also man sieht das schon, dass eben dann Quell- oder Zielverkehr, also gerade unsere Mobilstation im Zentrum, wir haben erst eine, aber das ist, da geht wirklich die Post ab. Ne? Also da finden die meisten Fahrten statt, also enden da oder starten da. Das ist ganz klar zu sehen und das hatte ich auch kurz im Vortrag erwähnt, dass wir eben auch diese Nachtzeiten, die wir halt in Mittel- und Kleinstädten eben dann nicht abdecken im ÖPNV, dass da halt auch noch Fahrten stattfinden. Ne? Also klar kann man jetzt diskutieren, sind das dann alles Leute, die dann betrunken fahren, das ist natürlich auch dann in Verruf geraten, aber es gibt auch, denke ich, Leute, die eben das einfach nutzen, weil die gerade den letzten Bus verpasst haben und dann eben dann doch nach Hause kommen. Ja, in Frankfurt, das Thema Nachhaltigkeit. Zahlen haben wir zur Nachhaltigkeit jetzt auch keine, aber bei uns ist es ähnlich wie auch in St. Augustin. Von den Daten, die wir haben, sehen wir ganz klar, die Hotspots sind an den großen Haltestellen am Hauptbahnhof und auch an vielen großen Bahnhöfen außerhalb, an den großen S-Bahn-Stationen, wo halt auch viel umgestiegen wird und auch gerade in den Randbereichen, wo dann vielleicht der Bus nur noch halbstündlich fährt. Das ist einfach dann ein nettes Angebot, um eben auch mal einen Fußweg, einen längeren zu ersetzen. Sie haben es eben schon gesagt, wir sind fußvoll geworden. Und ich glaube, das kann man auch an den Daten, die wir in Frankfurt haben, kann man das auch sehen, ja. Also ist Mikromobilität dann auch schon Teil, sage ich mal, der Mobilitätsstrategien? Du bist ja Mobilitätsmanager, Philipp, und kümmerst dich ja nicht nur um E-Scooter, habt ihr ja auch angesprochen. Das ist ein Thema, was dann immer so on top kommt. Ne? Also Ressourcen wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ist das denn Teil der, sag ich mal, gesamtstädtischen Mobilitätsstrategie? Sieht man das als Baustein auf dem Weg zur Mobilitätswende in St. Augustin? Ja, definitiv. Also ich sage jetzt nicht, dass die E-Scooter an sich die Lösung sind, aber für uns ist es eben wichtig, deswegen machen wir das auch, dass wir eben auch die E-Scooter mit reingenommen haben in das betriebliche Mobilitätsmanagement, dass die Dienstfahrten damit gemacht werden können, damit wir eben auch den Mitarbeitern wirklich einen breiten Strauß an Möglichkeiten bieten können, ne, dass es die E-Scooter sind, aber auch dann die Carsharing-Autos und die Leihfahrräder, ne? Dass wir halt wirklich 3 Alternativen haben aktuell, demnächst dann noch die Lastenräder, das heißt, man kann auch dann mal was mitnehmen, wenn man zu einer Dienstfahrt muss. Das sehen wir definitiv als einen breiten Strauß an Möglichkeiten, den wir bieten wollen und als Lösungsansatz, ja. Bietet ihr auch Lastenräder bald an, Tobias? Ist das der nächste Schritt? Ihr habt ja jetzt die Fahrräder eingekauft. Na, über Nextbike bieten wir Lastenräder in knapp 10 Städten in Deutschland schon an, ja. Okay, und das wollt ihr noch weiter ausrollen oder
Was kommt sonst an Fahrzeugen auf uns zu? Ich glaube, momentan ist erstmal gut, ja. Aber es macht natürlich Sinn, sich möglichst auch als Unternehmen intermodal aufzustellen, ja, um einfach eine breite Produktpalette anzubieten. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, dass die Anbieter mit den Kommunen, und ich nehme den ÖPNV auch noch mit, eint, ein sehr, sehr attraktives Angebot an Mobilitätsformen anzubieten, weil dann natürlich auch der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV in Verbindung mit Mikromobilität, auch mit Carsharing zum Beispiel, viel, viel leichter ist. Und dann natürlich extrem an Attraktivität gewinnt. Ja. Ich würde hier nochmal eine Frage aus dem Publikum aufgreifen wollen, nochmal, um auf dieses Thema Fehlverhalten nochmal vielleicht zurückzukommen, bevor wir gleich noch eine Abschlussrunde machen. Was tut ihr also in den Städten und auch ihr als Anbieter, um jetzt da ganz konkret das Fehlverhalten zu ahnden? Also ihr kriegt das als Anbieter meinetwegen gemeldet oder seht das, bestraft ihr die Nutzer? Also, ahnden ist für den Anbieter natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir keine Ordnungsbehörde sind. Ja, also so wirklich ahnden mit Bußgeldern. Du kannst den Account löschen. Das ist tatsächlich Ultima Ratio, das machen wir. Ja. Also wenn wir sehen, dass es immer wieder derselbe Nutzer ist mit ähnlich schlimmen Fehlverhalten, dann ist das tatsächlich die Konsequenz. Wie viele Freischüsse hat der Nutzer? Nicht wie oft darf ich in der Feuerwehreinfahrt abstellen? Die Zahl sage ich jetzt natürlich nicht, ja. Aber es sind weniger als gedacht. Okay. Ja. Und als Städte bei den Ordnungsämtern kann ich mir vorstellen, auch ne, spätestens seit Corona sind die ja da chronisch überlastet, was die ganzen Kontrollaufgaben angeht. Ein ganz großes Thema, man kommt ja da wirklich auch im Straßenverkehr, im Straßenverkehrsraum kaum hinterher. Aber was tun die Städte und wie geht ihr da vor? Also bei uns kommt es vereinzelt vor und tatsächlich ist es so, dass die Ordnungsämter ne, sagen, die können das nicht on top auch noch alles regulieren im ganzen Stadtgebiet. Wenn wir, also nicht auf einzelne Nutzer bezogen, sondern eher dann auf Flächen bezogen, wenn wir merken, okay, an dieser Häuserecke, da kommt es immer wieder zu Problemen, dann richten wir da einfach in Parkverbotszonen ein. Einfach sagen den Anbietern, bitte, hier kommt es immer wieder zu Problemen. Also ist es auch so, dass wenn wir den Anbietern das melden, dass da ein Roller falsch steht, dann sind die auch sehr schnell dabei, den wegzuräumen. Und wenn es eben dann 2-3 Mal an derselben Stelle passiert, dann wird eine Parkverbotszone eingerichtet und dann ist das Thema auch erledigt. Also auch sehr kleinteilige Parkverbotszonen dann vor der Feuerwehreinfahrt oder okay. Verena? Ja, also wir haben ja verschiedene Instanzen. Wir haben zum einen das Ordnungsamt, die, wenn sie Verstöße sehen, den Roller eben zur Seite stellen. Wir haben die städtische Verkehrspolizei, die Kontrollen macht, vor allem in den Fußgängerzonen, wo eigentlich nicht gefahren werden darf und dann eben auch die Fahrer anhält. Und dann kriegt eben auch der Fahrer dann das Bußgeld bzw. die Verwarnung. Da gehen wir dann auch direkt an den Nutzer. Und ich habe es eben im Vortrag hier auch schon mal angerissen. Wir wollen dann jetzt zusätzlich, weil eben unser Ordnungsamt auch so überlastet ist, mit den Verkehrsbetrieben noch eine Kooperation eingehen. Und wir haben ja eben dann auch noch die Betreiberfirmen, die auch in der Sondernutzungserlaubnis dazu verpflichtet sind, eben dann die Roller wegzuräumen. Ja, das sind so die Strategien, die wir aktuell haben. Also jeder muss am Ende seinen Beitrag leisten. Ich würde zur Abschlussrunde kommen. Vielleicht noch jeder mal mit so 1-2 Sätzen. Welche Empfehlungen würdet ihr denn einer Bürgermeisterin, einem Bürgermeister einer Stadt geben, wo jetzt die E-Scooter-Anbieter das ganze Thema ausrollen möchten? Vielleicht fangen wir hinten bei dir an, Philipp. Ja, also sich selber klar werden, was man haben möchte und auch eben, wie ich es im Vortrag gesagt habe, einfach gucken, dass das zur Stadt passt. Ne? Also, dass man da jetzt nicht einen riesen Kontingent erlaubt, sondern eben schaut, was können wir hier gebrauchen, was ist verträglich auch für die Stadt. Ja, Rena? Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Auf jeden Fall sich anschauen, wie ist meine Stadt aufgebaut, möchte ich Free-Floating, möchte ich oder wo möchte ich Stationen und dann eben auch schauen, wie viele Fahrzeuge lasse ich zu, welche Fahrzeuge lasse ich zu und dann auch nicht zu unterschätzen, ich brauche personelle Ressourcen, zum einen, um das Ganze einzuführen und nachher dann auch, um es weiterzuführen und auch zu kontrollieren. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja. Tobias, du darfst einen Abschluss machen mit deinen Wünschen in die Kommunen. Also erstens kann ich alles unterstreichen, was gesagt wurde. Ich würde es ergänzen durch frühe Kommunikation mit den Anbietern und ich würde es auch ergänzen, Verständnis aufzubringen und das Ganze auch aus der Sicht des Anbieters zu betrachten, weil die Anbieter betreiben alles eigenwirtschaftlich. Durch jede Sondernutzung, durch jede Regelung, durch jede Gebühr steigen natürlich auch die Kosten für den Anbieter. Und das muss sich ja natürlich irgendwann die Waage auch halten.
Die Waage ist nicht im Gleichgewicht in allen Städten in Deutschland momentan. Von daher ist das natürlich schon ein Thema auch für uns, für die Zukunft, dass wir, wo wir auch gewollt werden, in vielen Städten finden sich explizit auch E-Scooter und Sharing ganz allgemein in den Mobilitätsplänen, dass das dann auch finanziell unterstützt wird. Auch zum Beispiel dadurch, dass Gebühren eventuell geringer ausfallen, um einfach neue Mobilität besser zu unterstützen. Um nochmal das Thema Gebühren anzureißen, wo wir gerade in Köln sind. Gut, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Als Städte- und Gemeindebund richten sich unsere Wünsche natürlich immer an den Gesetzgeber. Das hatte ich ja vorhin so ein bisschen andiskutiert. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass vor allem wir dann eben bei dem Thema, glaube ich, erfolgreich werden, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir uns irgendwie vor Ort die Situation anschauen und eben diesen sehr stetigen Austausch und dann eben auch mit einer gewissen Rollenverteilung und Personal am Ende dann eben auch bei den Kommunen, eben dann kriegen wir das ganz, ganz gut gelöst. Von daher herzlichen Dank nochmal, Philipp, Verena und Tobias, dass ihr heute hier dabei wart und allen noch eine schöne weitere Veranstaltung. Dankeschön. Danke dir.